Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns mal alle Neuerungen vom kostenlosen Update 4 anschauen werden. Das sind sogar einige und wir fangen direkt bei den Änderungen an der Lagune an, weil da sind echt viele coole hinzugekommen. Man kann nämlich jetzt zum Beispiel einfach hier ins Wasser reinfliegen mit der Kamera. Das ging vorher nicht. Das kommt man halt vorher nur in diesen Aufnahmemodus, aber jetzt kann man auch so einfach mit der Kamera da rein und dann die Wassersaurier richtig gut beobachten. Das Wasser ist auch klarer geworden, also man kann die dann auch viel, viel besser erkennen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel in den Beobachtungsgalerien ist. Wenn man hier nach unten fährt, dann hilft natürlich dort auch das klare Wasser, aber auch die Scheiben sind klarer geworden. Also man hat sozusagen doppelt bessere Sicht. Ich glaube, damals hätte man die auf die Distanz nicht erkennen können, die Wassersaurier. Und ich habe jetzt auch schon ein bisschen gespielt, das Ganze. Und ich muss auch sagen, mir ist aufgefallen, dass sie jetzt viel, viel mehr am Rand und sowas entlang schwimmen. Vielleicht sehen wir das gleich auch nochmal, aber kann auch sein, dass ich es mir eingebildet habe. Ich weiß es nicht. Ist aber dann natürlich praktisch, ne? Wenn die hier so am Rand lang schwimmen, dann sieht man die halt auch mal direkt vor der Beobachtungsgalerie. Oh, guck mal, jetzt kann man das sogar perfekt sehen, was ich meinte. Also die schwimmen wirklich jetzt lieber am Rand so entlang. Solche Bilder hatte man vorher halt gar nicht. Mega schön. Und dann kommen natürlich auch noch die ganzen neuen Deko-Objekte hinzu. Für die Lagune. Die haben wir hier. Die kann man unter Wasser platzieren. Das sind echt viele. Das hier ist zum Beispiel so ein Käfig. Oh, da sind sogar Fische noch drin. Das ist ja cool. Dann haben wir hier nochmal so einen Dinosaurierkäfig. Die fügen sich auch echt gut in die Landschaft ein. Auch hier sind Fische drumherum. Sieht schon nice aus. Ich platziere jetzt einfach mal ein paar. Das hier ist zum Beispiel eine Lampe. Die können wir dann gleich auch mal bei Nacht sehen. Das ist nochmal eine andere Lampe. Das ist so ein Scheinwerfer, würde ich sagen. So ein Spotlight. Das hier auch. Gucken wir uns jetzt alle einmal kurz an. Ja, das ist so ein Stein mit Korallen drauf. Das hier auch. Also man kann die dann natürlich auch so ein bisschen kombinieren. Ja? Dann könnte man sogar so ein ganzes Korallenriff zum Beispiel machen. Kommt sogar gerade der Chrono, glaube ich, drüber. Ah ne, das ist da. Das war nur der Schatten, der da drüber geschwommen ist. Sieht aber schon echt nice aus. Wieder sehr hochauflösende Texturen. Ich platziere nochmal schnell weiter. Sind, glaube ich, alles so Steine und Korallen. Oh, das sieht auch nochmal sehr interessant aus. Also da kann man halt wirklich richtig riesige Korallenriffe mitmachen. Das hier ist sogar ein untergegangenes Boot. Das ist schon krass. Oh, das ist auch cool, das Item. Das habe ich auch schon gesehen. Da steigt nämlich auch so Qualm auf. Das ist dann so Lava unter Wasser, glaube ich. Und da qualmt es dann. Sieht man halt auch vom Weiten. Dann haben wir hier noch mehr Steine und Korallen. Die machen auch ganz viele coole Blubberbläschen hier. Ich glaube, hier ist das auch extra bei dem Ding. Oh ja, da kommt richtig Luft raus. Hier ist diesen Riss im Stein. Das ist ja interessant. Das ist natürlich dann auch cool, ne? Da haben wir direkt noch so ein paar Effekte, die nach oben schwimmen. Sieht man auch hier auf dem Bild so leicht die Partikel. Oh, jetzt kommen nochmal richtig große Korallen. Richtig bunten. Pflanzen sind es ja nicht, ne? Ich glaube, Tiere sind das sogar, oder? Korallen? Ich weiß es gar nicht genau. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber das sieht schon nice aus. Sehen alle echt cool aus. Ich finde es halt auch cool, dass hier überall so Blubberblasen sind und Fische schwimmen. Wirkt alles sehr lebendig. Wenn die Wassersaurier dann mal tief schwimmen, dann kann man da, glaube ich, echt coole Screenshots machen. Jetzt leider sind sie gerade sehr, sehr hoch. Die müssten halt hier direkt am Grund sein. Das wäre nice. Oh, was ist das denn noch? Das sieht ja auch interessant aus. Oh, guck mal. Das ist ein Indominus Rex-Skelett, oder? Das ist ja richtig cool an den Film angelehnt. Weil, Spoiler, im ersten Jurassic World-Film wurde ja der Indominus Rex vom Mosasaurus ins Becken gezogen.
Und daran ist das wahrscheinlich so ein bisschen angelehnt. Aber cool. Und das fügt sich auch echt gut in die Landschaft ein, ne? Also das hier sind jetzt schon die normalen Landschaftssteine und das fällt gar nicht auf, dass es platziert ist. Finde ich mega cool. Das hier sind übrigens Dinger für den Rand. Die kann man dann hier am Lagunenrand platzieren. Einmal so Schirme, dann Schirme zugeklappt. Das ist ein Springbrunnen. Gucken wir uns mal schnell eben an. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Sinn hinter diesen Sonnensegeln ist. Aber das ist nicht zugeklappt, das sind nur andere Segel, okay. Und dann hier nochmal Springbrunnen. Mit der Kamera ist ein bisschen schwierig manchmal, aber ist schon cool, dass man da reinfliegen kann. Sieht auch nice aus. Pflanzen haben wir auch noch. Solche Bäume. Das ist natürlich auch schön, ne? Dass man dann auf der Innenseite so Bäume platzieren kann. Kann man auch nur an den Stellen machen, wo auch Platz ist. Deswegen muss ich jetzt hier, glaube ich, nochmal was entfernen schnell. Nicht so viel Platz habe. Andere Bäume. Und dann nochmal Flaggen. Flaggen finde ich auch sehr cool. Da kann man dann gleich so Mosasaurus-Flaggen an den Rand machen. Oh, das hier sind so Jurassic Park-Flaggen. Auch sehr cool. Sieht nice aus mit den Säulen hier. Oh, und das hier sind diese Fackeln. Die könnte man dann zum Beispiel hier daneben machen. Das mache ich mal schnell. Und dann sind das fast die gleichen wie hier an dem Gebäude. Also so wie hier. Das ist natürlich auch nice. Das waren jetzt, glaube ich, alle Lagunensachen. Bei Nacht sind die Sachen dann auch echt schön beleuchtet. Das hier ist, glaube ich, so ein Fischfieder. Auch die Säulen hier sind alle beleuchtet. Oh, die Fackeln sind schön. Die gefallen mir richtig gut. Und auch unter Wasser können wir jetzt mal gucken. Da müsste ja auch einiges jetzt beleuchtet sein. Da haben wir die Lichter unter Wasser. Sieht auch schön aus. Also wenn man da einiges beleuchtet, dann sieht das unter Wasser bei Nacht auch richtig cool aus. Also hier kommt schon echt cooles Feeling rüber. Sehr coole neue Deko-Objekte. Da freue ich mich tierisch drüber. Und vor allem, die sind ja kostenlos für alle. Das ist ja so das Besondere. Wo wir jetzt gerade bei der Beleuchtung waren, können wir uns auch nochmal die neue Lampen- und Lichterfunktion anschauen. Hier gibt es nämlich bei der Deko einen neuen Tab. Da sind alle Lampen dann auch nochmal aufgelistet. Auch zum Beispiel die, die wir gerade platziert hatten, unter Wasser. Übrigens, diese Welle heißt immer, dass das Unterwasser-Deko ist. Aber es geht jetzt hier um die Lichter. Da kann man nämlich jetzt hier unten auf Beleuchtungsfarben bearbeiten gehen. Dann wechselt das Spiel direkt auf Nacht und man kann dann hier zum Beispiel eine Farbe auswählen und dann einzelne Lichter einfach einfärben mit einem Klick. Das funktioniert dann auch direkt. Ihr seht jetzt, hier ist das Licht grün, das ist blau, jetzt ist es rot. Auch unter Wasser klappt das. Das haben die echt richtig cool gemacht. Ist halt auch praktisch, dass es direkt auf Nacht wechselt. Und man kann hier auch dann wieder jede Farbe auswählen, die man möchte. Vom RGB-Code. Und sogar so dunkles Licht. Ja, die Fackeln hier zum Beispiel gehen nicht. Macht ja auch Sinn, weil es halt Feuer ist. Aber alles andere funktioniert einwandfrei. Außerdem gibt es neue Interaktionen von Wassersauriern. Diese können jetzt, wenn sie unzufrieden sind, Lagunenwände angreifen und sich dabei verletzen. Das ist jetzt hier zum Beispiel der neue Styxosaurus. Ich glaube, der greift sogar nochmal an. Dann seht ihr es nochmal. Das dürfte ja auch jeder Wassersaurier können. Und auch Flugsaurier können jetzt Helikopter angreifen. Das wird jetzt hier hoffentlich gleich passieren, damit ich es euch zeigen kann. Hier fliegt gerade ein Quetzal und ein Pteranodon rum. Und der Pteranodon fliegt richtig an die Kufe. Der Quetzal rammt eher den Helikopter. Haben sie jetzt leider genau gleichzeitig gemacht.
Aber passiert jetzt gleich bestimmt nochmal, damit ihr es nochmal sehen könnt. Ja, der Quetzel nimmt, glaube ich, schon Anlauf. Da kommt der Pteranodon, der kann auch hinten picken. Oh, den wieder voll zusammengearbeitet. Ja, und der Heli ist zerstört. Also er stürzt leider nicht ab dann, er fliegt dann zurück zur Station. Aber ihr habt jetzt grob das Prinzip gesehen. Und auch der Heli hat jetzt ein Schadensmodell, also er fängt dann an zu funken, die Scheiben gehen kaputt und sowas. Finde ich eine sehr, sehr coole Funktion. Falls ihr das nochmal ausführlicher mit allen Flugsauriern sehen wollt, dann schaut am besten mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist mein Zweitkanal verlinkt. Und auf diesem werde ich das dann mit allen mal testen im Laufe des Tages. Kannst du das jetzt einmal mit dem Pteranodon dann nochmal angucken? Der ist auch gerade auf der Jagd. Weil das ist für mich wirklich eins der Highlights, dass die endlich die Helikopter angreifen. Ah, der Heli fliegt gerade voll gut weg. Oha. Vor die Verfolgungsjagd. Dann gibt es hier für diese Besucherläden noch neue Außendeko. Ich kann euch gar nicht ganz genau sagen, welche jetzt neu ist und welche schon da war. Aber ich schalte die einfach einmal durch, dann seht ihr das. Es gab ja vorher schon relativ viele. Ich glaube, jetzt sind wir einmal durch. Ja, jetzt sind wir einmal durch. Also da sind auf jeden Fall ein paar von neu. Und dann haben wir auch noch einige neue Postkarten und Briefmarken bekommen. Sogar genau das, was ich vermutet hatte. Postkarte ist halt so ein Overlay zum Beispiel. Ich schalte die einfach mal durch. Dann könnt ihr die alle einmal sehen. Das sind halt solche ja, Postkartenmotive quasi. Grüße aus Jurassic World, da kann man seine eigene Postkarte designen. Ich weiß auch nicht, ob ich es benutzen werde. Aber kann für Screenshots echt witzig sein. Und Briefmarken sind halt diese Logos oben rechts. Oh, es sind halt wirklich Briefmarken. Oha. Oh, jetzt haben wir gerade ein Postkartenmotiv. Das ist ja übel gut. Guck mal, das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Wer wird's kaufen, die Postkarte? Na cool. Also haben wir es gleich im Einsatz sogar gesehen. Nicht schlecht. Ist ja eine ganz lustige Sache. Das sind halt wirklich Briefmarken. Okay, krass. Ich dachte, damit wären diese Logos gemeint. Okay, das ist ja interessant. Da bin ich ja mal gespannt, wer das so wirklich nutzen wird. Aber das sind die Dinger, Filmlogos. Die dachte ich, wären das. Die kann man dann hier auch noch mit in die Ecke packen. Ja, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall ganz lustig. Eine Sache, die ich noch richtig cool finde, ist, dass es jetzt auch die Funktion gibt, im Sandkastenmodus, dass Sachen sofort aufgebaut werden. Das war vorher auch nicht der Fall, also dass die direkt stehen und auch direkt abgerissen werden, wenn ich jetzt hier das Ganze abreiße. Menüverbesserungen sind auch einige ins Spiel gekommen, wie zum Beispiel hier bei den Einstellungen und auch hier bei diesen Sachen, die sind alle ein bisschen sortierter geworden. Außerdem gibt es hier diese Saurier-Kohabitation. Da kann man dann halt einstellen, ob die die ganz normalen haben, also dass die sich ganz normal verstehen, wie es auch vom Spiel vorgesehen ist. Dann hat man alle gemocht. Hier steht dann auch die Beschreibung. Können alle Territorien sich vollständig mit anderen Territorien überschneiden? Und bei keine Unbeliebten ist keine Unbeliebten eingestellt, werden Territorien, die sonst umkämpft werden, als neutral betrachtet. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was genau da untersteht. Ich hatte es ja schon gesagt, ob ihr es wisst oder sowas, als ich das Video gemacht habe. Ich check's immer noch nicht richtig. Also ich denke mal, wenn man eins der beiden anmacht, gibt es keine Probleme. Klingt für mich beides stressfrei. Also entweder können sie sich überschneiden oder sind halt neutral. Ich check den Unterschied nicht. Könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Und was auch noch neu ist, ist, dass man in dem Sandkastenmodus jetzt die Genome von einem Dinosaurier unbegrenzt anpassen kann. Das ging vorher auch nicht. Da konnte man halt auch nur begrenzt viele Punkte hier reinstecken. Jetzt kann man hier wirklich machen, was man möchte. Und man kann auch ins Negative gehen. Das ging vorher auch gar nicht. Man kann die auch zu 100% intolerant zum Beispiel machen oder ungesellig. Kann man auch ein- und ausstellen in den Optionen, ob man das halt machen möchte. Aber das ist echt nice. Und dann hat man halt zu 100% den Dino so, wie man es haben möchte.
Und was mir auch gerade noch aufgefallen ist, man kann hier jetzt in die manuelle Drohnensteuerung gehen. Ich meine, das ging vorher auch nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Fühlt sich sehr, sehr interessant an, damit umzufahren. Da kann man sogar Fotos mitmachen. Oder schießen halt selber. Das ist jetzt der Scanner. Ja, interessant. Oh, auch hier im Aviarium kann man die Drohne fliegen. Das ist ja cool. Kommen wir hier raus? Nee. Schade. Aber wir können die reparieren mit der Drohne. Das ist ja interessant. Eine Sache wollte ich euch noch im Menü zeigen. Nämlich, wenn man hier auf Sandkasten geht, dann ist hier diese ganze Einstellung auch noch mal ein bisschen übersichtlicher. Da kann man dann auch schon mal alle Settings einmal durchgehen, bevor man das Spiel startet. Also ist alles jetzt viel, viel übersichtlicher und man kann es viel genauer einstellen. Dann kann man hier auf Spiel starten drücken, wenn man möchte. Das ist auch nochmal eine ganz nette Änderung. Es gibt auch noch einige Kohabilitationsänderungen, also dass sich Dinosaurier mit anderen vertragen, was vorher nicht der Fall war und sowas. Das will ich euch jetzt nicht alles einzeln erzählen. Das könnt ihr in den Patchnotes nachlesen. Da stehen allgemein noch so ein paar Kleinigkeiten drin, die ich jetzt nicht in dem Video erwähnt habe. Also wenn euch das interessiert. Ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung, würde ich sagen. Aber die wichtigsten Dinge habe ich euch jetzt hier in diesem Video gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gut informiert. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.